willkommen, hier ist wieder euer DJ. Jetzt kommt mal wieder ein schickes Video für euch und zwar, ich habe ja meine 600 Abonnenten geknackt. Das heißt, es gibt mal wieder ein Gewinnspiel und es gibt tolle Sachen zu gewinnen. Außerdem gibt es jetzt Gutscheine. Dank meiner 600 Abonnenten habe ich jetzt 15 Gutscheine für euch. Jeder Gutschein gibt es 5 Mal, also ich habe 3 Gutscheine. Der erste Gutschein, 5 Euro heißt der, wird auch eingeblendet. Könnt ihr einfach auf meiner Homepage unter Gutscheine nachgucken. Auch demnächst immer die neuesten Gutscheine dort zu finden. Das heißt, ihr habt einen 10 Euro Mindestbestellwert und kriegt halt 5 Euro Rabatt. Also ab 10 Euro. Wenn ihr jetzt 15 Euro bezahlt, zahlt ihr nur, also 15 Euro Einkauf, zahlt ihr nur 10 Euro. Bei 20 Euro nur 15, versteht sich ja von selbst. Der zweite Gutschein, 5%, da haben wir einen Mindestbestellwert von 5 Euro. Auch den Gutschein gibt es 5 Mal. Das heißt, egal, also was ihr bestellt, ihr müsst halt über die 5 Euro kommen, über den Mindestbestellwert und dann kriegt ihr 5% Rabatt. Dann haben wir noch Free CD, das ist der Special Gutschein für euch. Das heißt, wenn ihr euch das neue Album DJ in Love in meinem Shop bestellt, kriegt ihr kostenlos das alte Album Bring Back the Music in CD-Form dazu. Das heißt, DJ in Love gibt es als MP3. Und Bring Back the Music gibt es als CD dann für euch kostenfrei nach Hause geschickt. Also von daher lohnt es sich. Und nun kommen wir zum Gewinnspiel. Beim Gewinnspiel müsst ihr wieder Songs erraten, so wie die letzten Male. Diesmal werden die aber auf Gitarre performt. Also ich spiele jetzt einfach 3 Songs, die werde ich auch ansagen. Und dann müsst ihr einfach mindestens 14 Jahre alt sein. Die Teilnahmebedingungen könnt ihr auf meiner Homepage nachlesen. Und dann könnt ihr einfach auf den Reiter Gewinnspiel klicken, Formular ausfüllen, abschicken und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Das Gewinnspiel geht noch genau bis zum letzten Tag des Monats. Und fangen wir mal mit dem ersten Song an. Dafür brauchen wir den bunt siebten Kapodaster. So, und dann könnt ihr mal raten. Das ist der Song Nummer 1. Ihr müsst also immer Titel und Interpret wissen. Song Nummer 2 ist eigentlich relativ einfach. Song Nummer 3. Da gibt es auch mehrere Versionen von, ist mir egal, welche ihr nehmt. So, und die letzte oder der letzte Song ist eigentlich auch relativ einfach. Das war's. Viel Spaß beim Gewinnen und bis zum nächsten Mal, euer DJ.